Wenn die Rauhuckel und Hexen zur späten Stunde aus Nacht und Nebel auftauchen, dann ist das sicherlich nichts für schwache Nerven. Denn bei der mittlerweile schon traditionellen Rauhnacht in St. Engelmar wird so manchem Besucher das Fürchten gelehrt. Hinter der Lucia mit ihren Sicheln, den Gorschneuzern oder dem blutigen Dammel steckt eine 100 Jahre alte Tradition, die in St. Engelmar alljährlich am 28. Dezember gebührend gefeiert wird. Die Rauhuckel, das sind die Guten. Man hat ja in der Rauhnacht immer davon gesprochen, dass Dämonen unterwegs sind. Man wollte den Winter vertreiben, die Kälte. Und Rauhuckel sind eigentlich die Guten, die sich verkleiden, die ganz kreislige Masken umhaben, die viel Lärm machen, damit sie noch schlimmer ausschauen und noch lauter sind wie die Dämonen und die Dämonen und den Winter vertreiben können. Verpackt wird dieser uralte Brauch in einer riesigen Party. Was einst als kleines Fest des Wintersportvereins St. Engelmar mit rund 150 Leuten begann, lockt mittlerweile rund 4000 Menschen auf den Kirchplatz in St. Engelmar. Es hat klein angefangen, mittlerweile ist die 21. Rauhnacht und es hat sich wirklich von Mal zu Mal gesteigert. Es sind immer wieder Programmpunkte dazugekommen, man hat aus den vergangenen Veranstaltungen gelernt und die Besucher sind natürlich auch immer mehr geworden und damit ist die Veranstaltung auch entsprechend gewachsen. Der Ruf der Engelmarer Rauhnacht strahlt mittlerweile weit über die Grenzen des Bayerischen Waldes hinaus. Sie zählt als die größte Rauhnachtsparty Ostbayerns und das aus gutem Grund. Das ist einfach Kult bei uns da, das wir auch einfach besucht werden, ganz einfach. Allein die Geister, die so miteinander leben, die muss man gesehen haben, ganz einfach. Dass Urlauber und Einheimische genauso viel Spaß haben können miteinander am Abend und das ist einfach das, dass ein riesen Gaudi ist. Dass jeder da, den wir kennen, die ganzen Engelmarer, überall herkommen und es ist einfach, ja, es ist einfach Wahnsinn, jedes Jahr wieder. Und damit es jedes Jahr so ein Wahnsinn wird, packen unzählig viele freiwillige Helfer und Vereine mit an. Der erste Tag nach der Rauhnacht ist der erste Tag vor der nächsten Rauhnacht. Das ist einfach so. Also es geht wirklich das ganze Jahr über. Aber wir machen das jetzt schon heuer, also die 21. Rauhnacht. Und deswegen ist es ein eingespieltes Team. Und jeder weiß, wo seine Aufgaben liegen. Und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Den Rauhuckerl ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, mit ihren schaurigen Masken, dem Schnalzen und Trommeln die bösen Dämonen zu vertreiben. Nach diesem Erfolg können Sie sich nun in den Winterschlaf begeben und auf Ihren gruseligen Auftritt im kommenden Jahr vorbereiten.